So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 4 mit Nick und meiner Wenigkeit. Ja, der hatte mich hier angequatscht, aber eigentlich wollte ich nicht mit dir reden. Ist nicht meine Schuld, dass es so läuft. Ich bin neu hier. Hab ich auch nie behauptet. Du solltest nur wissen, worauf du dich einlässt. Also, wenn du Waffen oder Munition brauchst, sprich mit mir. Und bevor du fragst, ja, jeder zahlt, selbst du. Klar, ich schau's mir an. Klar. So. Gehen wir gleich mal direkt auf Plus auf Munition. 10 mm brauchen wir da jetzt eigentlich noch. Was haben wir da? Ach, da haben wir jetzt 800 noch. Was ist richtig, stimmt. Das nehmen wir mal noch mit. Hatte der hier auch noch? Fusionskern. Ja, die Post, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hier die 50er nehmen wir mal noch mit. Mehr brauchen wir schon nicht. Schrot haben wir. Noch. Achso, das hat ja eh kein Gewicht. Haben wir noch an Schrot? Schrot, Schrot, Schrot. 500 noch oder was? Naja. Ich würde sagen, brauchen wir jetzt nicht kaufen. So, Hilfsmittel können wir ja alles noch verticken. Wird nicht ganz reichen, ne? Naja. Hallo. Wollen wir eigentlich Munition verkaufen, die wir nicht brauchen unbedingt? Ne, den Dorso behalten wir, da können wir euch mal. Ich glaube, die hier brauchen wir nicht, ja? Ich glaube, die brauchen wir nicht. Oh, das ist ein bisschen viel Kronkorken. Bald, wir müssen erstmal handeln. Annehmen. So, und jetzt können wir es den verkaufen. Und zwar hat er 1054. 1054. Komm mal, auch gut. So weit. 1054. Vielleicht reicht es sogar. Vielleicht kommen wir genau hin. Ja, eigentlich schon, weil ist ja ein Kronkorken wert. Hey, da müssen wir die 38 schon wirklich weiter sammeln. Ist gar nicht so schlecht, die Munition zum Verkaufen, oder? Fusionskerne brauchen wir erstmal nicht, oder? Wollen wir die auch noch mitnehmen? Bisschen. Ach, wir nehmen die jetzt auch noch mit. Kommt. Die nehmen wir auch noch mit. Haben wir auch noch was. Erstmal annehmen. Und dann sind wir bei 1640. 40.000. 38er Munition. Kaufen ist nicht schlecht. Ey, 40 war doch mal richtig. So. Und schon haben wir wieder Kronkorken. Und der hat keine mehr. Haha. Was keine mehr? Hoho. Hier ist Munition. Das kann man. Können wir nämlich alles. Ja, das lassen wir erstmal alles liegen, wenn wir echt keine Kronkorken mehr haben. Dann würde ich's. Kein Ärger. Ich habe nur ein paar gute Deals. Das Ödland ist ein gefährlicher Ort. Dann können wir das. Hier Waffen von bester Qualität. Dann können wir das nämlich alles verkaufen, wenn wir mal keine Kronkorken haben. Weil weg kommt's nicht. Können wir eigentlich erstmal alles liegen lassen. Wir dann alles so nach und nach verkaufen. Aber das nehmen wir mit. Das ist wichtig. Den nehmen wir mit. So. Hier gibt's Munition. Ich will jetzt nicht mit denen handeln. Hey Boss, Hi. es war toll, Code abkratzen zu sehen. Oh Hat ja. mir eine Heidenangst gemacht. Von dem hatte ich Albträume. Ehrlich? Was? Wie war er so? Mit einem Wort, gewalttätig. Von den anderen Raidern wirst du hören, dass er ein bisschen zu bequem wurde. Auf jeden Fall war er jemand, mit dem ich es mir nicht verscherzen wollte.
Genau wie ich es mir mit dir nicht verscherzen will. Ach, ich bin so eigentlich sehr umgänglich, also. Ich will niemandem Albträume verschaffen. Gott sei Dank, dann werde ich wesentlich besser schlafen. Na, meine Mann. Was hältst du davon? Nuka World anzuführen, meine ich. Muss ziemlich schwierig sein, diese ganzen Raider auf Linie zu halten. Ja, weil das alles nur Knallköpfe sind. Ja, stimmt eigentlich. Erstmal das Beste draus machen, weil... Overboss von Nuka World zu werden, war nicht meine Absicht. Aber warum nicht die Vorteile meiner Position genießen? Klingt für mich vernünftig. Genau. Aber du hast bestimmt Wichtigeres zu tun, als mit mir zu reden. Oder möchtest du was kaufen? Ach wo, nö, lass mal. Aber ich guck trotzdem mal rein. Schau mal, was du hast. Sofort, Boss. Ich will jetzt nichts verkaufen. Ja, aber du hast auch die... Das, was wir brauchen, hast du auch alles da. Die Patronen, die sind sehr wichtig. Ich will bloß mal die Munition angucken. Hilfsmittel kann man auch dann euch mal kaufen. Und Schrott natürlich auch. Aber ich will bloß mal so die Munition durchgucken. Fusionskerne hat die auch. 50er hat die auch. Aber 50er haben wir jetzt hier noch erst einmal. Ein bisschen Schrot hat sie auch. Schön. Cool. So. Hab ich euch irgendwo... Ja, mal hier hinten rein. Mach dir mir keine Sorgen. Ich mach keinen Ärger. Ach, ich mach mir keine Sorgen wegen dir. Ach, wo? Oh. So. Hier können wir Stimpaks kaufen. Quatschen wir auch noch mal mit der. Hallo, Boss. Hallo. Glückwunsch zu der Sache mit Coulter. Ich bin mir sicher, du schaffst das hier. Du hast ganz schön große Nasenlöcher. Ehrlich? Wo guckst denn du hin? Du guckst immer ja meine rechten Arm. Warum? Genau. Warum gratulierst du mir? Ist ja nicht so, dass du gehen darfst. Ehrlich gesagt, kenne ich dich noch gar nicht, Boss. Tut mir leid, ich bin so nervös. Sollte nicht respektlos sein, Boss. Ich weiß nur nicht, welchen Stand ich bei dir hab und will dich nicht verärgern. Das und, naja, wir haben uns alle schon gefragt, wie du diesen Ort führen würdest. Also, das ist jetzt deine Show. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du könntest einfach wie Coulter weitermachen. Oder aber... Du könntest... Also... Die Raider beseitigen, wenn du nicht so ganz damit einverstanden bist, wie es läuft. Du darfst nicht so laut reden, ne? Genau. Sonst passiert das nämlich. Du schaust dir da eigentlich ins Grab. Schrei nicht so laut. Aber die Quest nehmen wir trotzdem an. Ich muss zugeben, mir hat schon nicht gefallen, wie ich in diesen Job reingezogen wurde. Das könnte deine Gelegenheit sein, hier was zu verändern. Die Banden hier gehen sich sowieso schon an die Gurgel. Du könntest deinen eigenen Hals riskieren und versuchen, sie davon abzuhalten, sich auseinanderzunehmen. Oder das Richtige tun und sie unter die Erde bringen. Letztendlich führst du diesen Ort von deinem schicken Haus auf dem Berg da drüben an. Nur musst du jetzt nicht mehr mit einer Knarre unter dem Kopfkissen schlafen. Ja, aber das machen wir alles später. Das machen wir später. Genau. Ich verspreche nichts, aber ich behalte es im Hinterkopf. Ist deine Entscheidung, Boss. Wenn du es ernst meinst, musst du die Anführer der Banden ausschalten. Das bedeutet, Nisha, Mason, Max und Max Bruder William kriegen eine Kugel in den Kopf. Danach brechen die Banden zusammen und Nuka Town wird wieder ein freier Handelsposten. Ich red hier draußen lieber nicht mehr darüber. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich nämlich auch sagen. Ich bin das, was hier einem Arzt am nächsten kommt. Ich behandle Raider, Händler und Reisende. Ich habe auch medizinische Vorräte, falls du die suchst. Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Aber gern. Sieh dir an, was ich im Angebot habe. Ich will bloß erst mal gucken, was du an Munition hast. Nicht viel. 38 schon. Ja. Das hast du an Ladung. Ja, das bräuchte man eigentlich. Oh, Hilfsmittel, Stimpaks hast du. Ja, gut. Drei rivalisierende Banden an einem Ort und die bringen sich nicht gegenseitig um? Habe ich noch nie erlebt. Ehrlich? Ich schon. So, wir müssen dann auch mal ein paar Questen ausstellen. Aber hier nehmen wir noch Stimpak mit. Das lassen wir auch alles liegen. Außer das Wasser nehmen wir noch mit.
Das hier drinnen nehmen wir. Das Wasser nehmen wir auch noch mit. Ja? Ja? Hallo? Hallo? Jetzt. Ja. Ich bin wechseln. Alles. Willkommen. Hast du irgendwelche Verletzungen oder Krankheiten? Kein Interesse. Okay. Genau. So, das nehmen wir noch mit. Die Händler hier sind nicht besser dran als Sklaven. Arme Schweine. Jetzt muss ich mal gucken, was das hier machen. Was war das hier? Dummel. Das mit dem Medaillon will ich auch nicht. Okay, ich finde die Verstecke. Nee, das will ich auch noch nicht. Die Tour sichere, die Apfel in Nuratwort sichere. Gut, das machen wir, nehme ich erst einmal. Genau. Dann ist das doch alles richtig gut. Gut. Waren wir bei denen eigentlich schon? Klar, ich bin zum Handeln hier, aber ich werde keine Sekunde lang unvorsichtig sein. Muss echt stressig sein mit diesen Verrätern, Halsabschneidern und Betrügern. Meine Camps können dich ein bisschen runterbringen. Das kannst du dir auch selber wieder verkaufen, das geht auch. Also, so ist es nicht. Könnt ihr den ganzen Kram wieder verkaufen? Oh, schön. Das liegt hier unten. Overboss, machst du wieder Ärger? Ja, freilich. Gut. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Ja. Ja. Komm zu Hause, pack ich die mir alles in Spind und. Bin weit gereist, um diesen Ort zu sehen. Ehrlich? Nicht? Der Boss ist auf Visite. Was willst du heute Schönes haben? Ich will. Also haben wir das schon mit dir gequatscht. Verstanden, Boss. Oder? Ja, der hat nicht viel. Gut. Ich würde sagen, wir müssen mal speichern. Wir haben jetzt eine Weile nicht gespeichert. Schlecht. Schlechte so. Laune? Holt euch hier eure so. Ausgang. Was macht Nick? Okay, Nick macht euch welche Sachen. Gut, wir wollten zurück zur Galaxie. Warum komme ich nicht? Na ja, genau. So. Da wollten wir doch weiter gucken. Ja, man muss ja erstmal mit den Leuten quatschen, ne? Das ist ja auch. So bekommt man ja auch die Questen und so. Oh. Haben wir von der Waffe. Die wollen wir nicht. Nehmen wir. So. Packen wir mal weg. Und wir brauchen die Karte. So. Was ist denn das eigentlich hier? Okay. Aber wie kommt man da hin? Ach, sicher. Ach so, das ist das mit den. Ja. Sag doch mal gleich. Ich beide hier. Ja, mit den drei Unternehmern. Also nicht mit den drei, mit den drei Räterbanden so rum. Ja. So, ich weiß bloß nicht, wo wir da hin müssen. Das ist eigentlich hier, aber. Wo ist da die blöde Fahne? Ich glaube, die lag ganz oben eigentlich. Ach, pack's wieder ein. So, stampfen wir hier noch ein bisschen rum.
Aber wir können eigentlich da oben hin, da haben wir, glaube ich, zwei Kerne schon wieder, ne? Mehr. Muss schon mal drei reingepackt. Waren wir hier schon? Ah, das ist so riesig. Da waren wir auf jeden Fall schon. Das ist hier so riesig. Dann haben wir auch noch Nacht. Hey! Hey, hey, hey! Hat er unsere Beine fast kaputt gemacht. Oh oh. Wow. Wo ist denn jetzt? Heftig, oder? Weil die brauchen nämlich nicht. Oh. Ja, schießt er nur hier. Noch einer. Nick. Och, unsere Rüstung ist kaputt. Damn mich. Wo ist denn? Ja. Unsere Rüstung. Oh oh. Offenbar haben die das Weite gesucht. Echt? Aber meine Rüstung ist kaputt, Mann. Kack. Wir sind zurück. Gibt's überhaupt... Ach ja, Rüstungsstation gibt's oben. Dammig. Das ist ein guter Anfang. Einfach weiterlaufen, dann passt das. Bist du, Arsch? Oh. Wow. Wir haben voll unsere Rüstung zerstört. Dammig. Och, wo denn? Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Unsere Rüstung erstmal reparieren. Ist ja voll demoliert, die Rüstung. So mag ich das. Herumstolpern nach etwas suchen. Hoppa dahin. Wieder hoch. Da haben wir hier voll unsere Rüstung kaputt gemacht. Oh, Schweineroboter, ey. Haben wir nicht eher ihn erschossen? Da oben. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal zurück. Rüstung ist down. Geht's denn hier lang? Also. Hier oben. Oh, da kriegst du noch einen Drehwurm. Echt jetzt?
Meine Güte. Wo haben wir ein erster Dreh? Wo müssen wir das? Kann man damit fahren? Ja, aktivieren kann man es. Hey, da ist ein Stalker. Cool, her damit. Funktioniert das? Da! Jetzt fahren wir nach oben. Jetzt wird er nach oben. Warte nur. Oh, echt jetzt? Was ist das? Hilfe, ich komme nicht mehr ran. Oh, hör auf. Alter Schwede, was ist das? Hilfe, hoch, runter, hoch, runter. Alter. Ach, so ein komisches Fahrgeschäft, ne? Hilfe. War ja heftig. Nee, ihr Lieben, bevor wir weiter erkunden, müssen wir erstmal nach Hause, bitte. Ja. Weil, ja. Rüstung kaputt und so, ne? Dann mich. Ach, muss irgendwie. Mann, oh Mann. Kack. Immer bloß zu schwer. Funktioniert ja mit der Tragkapazität nicht mehr. So. Glaube ich hier hin, ne? Hallo? Nee, hab ich nicht. Hab ich jetzt nicht. Später mal. Ja, das stimmt. Ja, ja, genau. Das sage ich auch jedem. Mann, ich habe echt das große Zittern. Ich kann seit Tagen nicht schlafen. Dann sauf. Ja, genau. Dann trink nicht so viel Nuka-Cola und haut ja nicht so viel Chat rein. Hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Genau. Ach, sonst Rüstung kaputt, ey. So, Wasser hoch. Legen wir irgendwann mal los? Was? Ach, hier steht er, doch. Nicht ja, ich... Eigentlich nur eine Regel. Ja, das wissen wir jetzt. Hört auf jetzt. Ja, wir legen schon mal los. Ich Mann. Brauch aber erst... Im Berg von. Oh ja, Klebeband und so. Nein! Ja, gut. Doch, egal, aber ich wollte eigentlich hier ran. Lass mich doch mal da ran. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Ja, will ich mir. So. Oh, hier ist es total kaputt. Reparieren. Ausrüsten, oder? So, ich würde sagen, alles reparieren. Ich glaube, das war ganz... Wo ist auch bald kaputt? So, jetzt wollte ich noch mal verlassen. Moment. Vielleicht können wir noch was ändern. Wir haben ja einen Burg. Ich hätte gerne... Ja, Meisterhändler können wir eigentlich auch machen, aber super. Arzt können wir auch mal machen. Das ist Rüstung. Das ist Hacker. Wo ist denn jetzt Wissenschaft? Wo war denn Wissenschaft? Das war Schlossknacken. Ja, das könnte man eigentlich auch machen, ja. Aber Schmied will ich auch noch machen. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Da war Wissenschaft. Ja. Aber das nehme ich voll. Da können wir nämlich die nächste Zeit dann hier auf Schmied gehen. Auch mal einen Punkt noch und einen Punkt noch für Rüstungsmeister. Und dann können wir eigentlich... Ach, hier haben wir ja schon alles voll. Ach, wir können da einfach weitermachen. Der ist nie gesperrt. Okay. Das haben wir schon voll. Da brauchen wir auch noch einen. Gut.
So, da können wir mal gucken, ob wir schon was machen können. Zum Beispiel hier. Nee, was brauche ich denn für F? Da brauche ich schon den Rüstungsmeister. Okay. Der F brauche ich einen Rüstungsmeister. Und wir haben noch nicht mal mehr Aluminium, müssen doch sammeln. Ach, wir haben hier ja gar nichts, das stimmt. Stimmt, wir haben hier ja gar nichts. Ja, alles heben. Wir haben ja hier noch keine Dingsbums. Gehen. Das sagt man gleich. Handelsroute. Gut, ihr Lieben. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Rüstung ist wieder okay. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Und zwar weiter unter Galaxy Zone. Ja, würde ich sagen. Ja, alles klar. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und tschüss.